Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Seit sehr guten 15 Monaten begleitet mich diese Apple Watch der Serie 6, ich mache sie mal kurz an, jetzt im Alltag. Und in der Zeit sind mir ganz, ganz viele Dinge aufgefallen, sowohl positive als auch negative. Durchaus auch ein paar Bereiche, die ich als neutral einstufen würde. Und genau diese Erfahrungswerte möchte ich gerne mit euch teilen. Ich habe mir dafür hier auf meinem iPad recht viele Stichpunkte gemacht, die wir jetzt gemeinsam ein bisschen durchgehen. Was ich ebenfalls einfließen lassen werde, ist die Frage, wie ich mit dem Thema Serie 7 umgegangen bin. Ich habe mich sehr lange mit dem Gedanken getragen, das Geld in die Hand zu nehmen, um die zu verkaufen, um dann in die Serie 7 zu investieren. Am Ende des Tages habe ich mich aber dagegen entschieden und ja, wie gesagt, auch da werden wir so ein bisschen drüber sprechen. Ich würde vorschlagen, wir starten mal mit der Kaufentscheidung und dem Lieferumfang. Es gibt ja grundsätzlich verschiedene Modelle, erstmal zwei verschiedene Größen, 40 und 44 mm. Ich habe mich für 44 mm entschieden. Ich habe ein recht breites Handgelenk, von daher finde ich, da würde die kleinere Variante durchaus optisch auch so ein bisschen untergehen. Dann gibt es verschiedene Gehäusetypen. Einmal Aluminium, dann Edelstahl und Titan. Ich habe mich für die preiswerteste Variante entschieden, für Aluminium. Und dann gibt es verschiedene Farben. Bei der Alu-Variante gibt es zum Beispiel Silber, Space Gray Gold, Blau und Rot. Das nennt Apple ja Product Red. Ich habe lange hin und her überlegt, ob ich mit der blauen Variante gehen soll, aber ich habe mich dann am Ende für die für mich auf jeden Fall alltagstauglichere Variante in Space Gray entschieden. Und guckt sie euch mal an. Ich finde das nach wie vor einen sehr, sehr schönen Style, gerade auch in Kombi mit eben einem dunklen Band. Ich finde, das wirkt sehr, sehr hochwertig. Die silbernen Varianten gefallen mir persönlich in Alu auf jeden Fall überhaupt gar nicht. Silber in Edelstahl ist natürlich eine ganz, ganz andere Geschichte, ohne Frage. Aber bei Alu, muss ich sagen, gefällt mir tatsächlich dieses Dunkle hier. Sieht für meinen Geschmack sehr viel hochwertiger aus. Das Blau gefällt mir auch gut. So rein in der Freizeit wäre das vielleicht in Ordnung, aber im Business-Alltag, also im Berufsleben, muss ich sagen, fühle ich mich mit diesem dezenteren Schwarz dann doch ein bisschen wohler. Ich habe bezahlt seinerzeit, ihr seht es hier, das ist die Cellular-Variante, also mit Mobilfunkchip integriert, 544,90 € und habe dann dazu, wie eigentlich bei all meinen Apple-Produkten, direkt auch Apple Care abgeschlossen, nochmal für 99 € dazu und das sind in Summe 643,90 €. Ja, das ist viel Geld, aber ich muss ganz klar sagen, eine Apple Watch bereichert meinen Alltag oder meinen Ablauf des Alltags so unfassbar, dass ich gerne bereit bin, dieses Geld dafür auch in die Hand zu nehmen. Das war ja nicht meine erste. Die Generation davor hatte ich dementsprechend auch schon. Direkt in diesem Zuge hatte ich damals das Solo Loop mitbestellt. Das hier ist ja ein ganz normales Silikonband, original von Apple. Die mag ich auch sehr, sehr gerne. Gibt natürlich auch Drittanbieterbänder, die man für einen guten Kurs bekommt. Zum Beispiel aber auch sehr hochwertige Varianten aus Leder aus dem Hause Bandwerk. Die nutze ich privat tatsächlich auch extrem gerne. Hier mal eine kleine Auswahl davon. Die sind natürlich althergebracht mit einer ganz normalen Schließe versehen. Das Solo Loop ist jetzt wiederum ein Band, das gar keine Schließe bzw. keine Öffnungsoption hat. Das ist einfach ein, ich sag mal, aus so einem Gummigewebe bestehendes Band, das ich dann wirklich dehnen muss, um es über das Handgelenk oder über die Hand drüber zu stecken. Und dann legt es sich relativ eng, so in der im Optimalzustand auf jeden Fall, dann am Handgelenk an. Ich hatte das damals bestellt und hatte selbst vorher dieses Teil ausgedruckt, drumgelegt und kam halt für mich auf eine Größe, wo ich dachte, das passt. Das Solo Loop kam dann bei mir an und ich musste feststellen, dass mir das so ein Stück vom Arm abstand und es überhaupt nicht gepasst hat. Mir hat auch das Konzept aber einfach gar nicht gefallen. Heißt, das Solo Loop konnte mich so nicht überzeugen. Ich finde das einfach sehr, sehr seltsam, dass ich so richtig feste, wenn ich das Band dehne, dann an der Uhr ziehen muss, um die irgendwie übers Handgelenk drüber zu bekommen. Also ich habe da keinen Mehrwert draus gesehen und muss auch klar sagen, dass mir die Schließe gerade hier von den Silikonbändern, wenn ich sie dann trage, ne, so macht man die ja einfach zu, steckt sie rein, das verschwindet schön. Wenn ich jetzt auch tippe, ich habe den ganzen Tag an bei der Computerarbeit, das merkt man überhaupt gar nicht. Also ich merke das überhaupt gar nicht. Das geht vollkommen in Ordnung. Bevor wir uns jetzt mit der eigentlichen Uhr beschäftigen, also mit Display, Akku und Co., möchte ich so ein bisschen über die Frage sprechen, was mache ich mit dem Teil im Alltag denn überhaupt? Weil ich glaube, damit steht und fällt das auch sehr, sehr stark. Eventuell findet ihr euch da wieder. Vielleicht habt ihr auch ganz andere Anwendungsfälle. Deswegen ist es, denke ich, wichtig, mal über diese Fragestellung zu sprechen. Grundsätzlich, und das möchte ich vorwegnehmen, bereichert eine Apple Watch, eine Smartwatch prinzipiell, aber auch im Speziellen diese Apple Watch, meinen Alltag ganz enorm und ich möchte das nicht mehr ohne Apple Watch tun. Ja, also ich bin hier mit meinem iPhone ebenfalls ganz extrem zufrieden, aber seitdem ich die Watch habe, bleibt das sehr viel häufiger in meiner Hosentasche. Es bleibt sehr, sehr viel häufiger auch mal irgendwo in einem Raum liegen und ich habe es einfach nicht permanent so an mir.
mir kleben. Und das kann ich, weil ich alle meine Informationen, die ich brauche, beziehungsweise auch einfach, wenn mich jemand erreichen möchte, sehe ich das sofort, sowohl privat als auch beruflich. Das ist ein ganz enormer Mehrwert. Was ich mir aber auch aufgeschrieben habe, und das finde ich, ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, der von vielen gar nicht aufgegriffen und erwähnt wird, das ist natürlich auch ein gewisser Stressfaktor, den man sich damit ins Haus holt. Man ist immer sofort auf dem neuesten Stand. Man hat irgendwie gefühlt nie mal eine ruhige Phase, wenn man bewusst irgendwie, also normalerweise greift man ja bewusst nach dem Handy, wenn man irgendwas in Erfahrung bringen möchte. Hier werde ich, auch wenn ich es gar nicht möchte, permanent durch Vibration, durch was auch immer, daran erinnert, dass irgendjemand was von mir möchte, dass ich irgendwas noch erledigen muss, beziehungsweise wo ich gerade stehe. Habe ich schon genug Schritte absolviert oder eben auch nicht? Also das ist schon ein gewisser Stressfaktor. Aus dem Grund entscheide ich mich ab und an auch durchaus mal dazu, diesen Do-Not-Disturb-Modus hier in der Uhr reinzumachen. Und das finde ich sehr wichtig, auch mal solche Phasen zu haben. Auf der anderen Seite habe ich die Benachrichtigungsfunktion sehr, sehr granular gestaltet. Das heißt, ich habe mich wirklich sehr spezifisch dafür entschieden, was möchte ich auf der Uhr überhaupt angezeigt bekommen, was nicht. Weil ansonsten ist die permanent nur am Vibrieren oder an irgendwelchen Tönen von sich zu geben. Und das ist mir einfach zu viel. Ich habe das sehr selektiv entschieden, was ich wirklich als wichtig erachte und sehen möchte. Und damit komme ich im Alltag doch sehr gut zurecht. Und ich muss sagen, das bereichert mein Leben dann auch durchaus. Die Watch selbst, was mache ich damit? Erst einmal Apple Pay. Ja? Wunderbar, ich bin in einem Geschäft, habe hier entsprechend meine Kreditkarten hinterlegt oder auch mittlerweile kann man ja EC-Karten von Sparkassen und Co. mit hinterlegen. Ich drücke hier einfach drauf, beziehungsweise nehme die Watch, halte sie dementsprechend dann an das Lesegerät, kann damit bezahlen. Das ist eine super, super Geschichte. Noch viel einfacher, als das Smartphone aus der Hosentasche zu ziehen. Das ist also schon mal Mehrwert. Und dann natürlich das Tracking von Sport. Ich nutze es sowohl Outdoor, also ich bin wirklich ein Mountainbike-Fahrer oder auch Rennradfahrer. Da muss ich klar sagen, da habe ich die Watch immer im Tracking mitlaufen. Und dann, und das ist für mich ein riesen, riesen Mehrwert, hat Apple ja eine Gym-Kit-Integration ins Leben gerufen. Und ich habe tatsächlich ein Sportgerät, das ist mein Peloton Spinning Bike, das ich wirklich, wirklich nach wie vor heiß und innig liebe und auch häufig verwende. Und da ist GymKit integriert. Das heißt, ich habe die Uhr an und bevor der Ride, also die Fahrt auf dem Peloton losgeht, kann ich das Display einfach oben in die Nähe der Kamera halten. Und dann habe ich meine Vitalwerte, also den Puls auf dem großen Peloton-Display im großen Monitor, den ich angezeigt bekomme. Ich brauche also keinen Herzfrequenzgurt oder Oberarmgurt, was es da alles gibt. Also dieses Unterhalten miteinander über GymKit ist für mich ein ganz, ganz großer Vorteil. Und sicherlich gibt es mittlerweile auch Geräte in Fitnessstudios, die das unterstützen. Also das möchte ich auf keinen Fall mehr missen. In Kombination mit dem iPhone, das habe ich eben schon mal gesagt, ich habe das Gerät hier deutlich, deutlich weniger in der Hand. Und seit ich eine Apple Watch habe, das liegt also schon Jahre zurück, hat dieses Gerät die Wippe hier, um den Ton zu aktivieren, damit es eben klingelt, nicht einmal mehr bedient bekommen, weil ich dieses Smartphone seither immer auf stumm betreibe, weil ich meine Informationen, wenn jemand anruft, wenn jemand was will, ja mittlerweile sehr dezent auf meiner Uhr habe. Das ist für mich also schon mal ein weiterer Riesenvorteil. Das, was Apple jetzt in der letzten Zeit gemacht hat, ist ja die Möglichkeit mit einzubauen, das iPhone zu entsperren, wenn Face ID das nicht kann, aufgrund meiner Maske, die ich trage. In Kombi mit der Apple Watch geht das wunderbar. Das ist ein weiterer Mehrwert, der sich jetzt in der letzten Zeit durch Corona bedingt ein bisschen ergeben hat. Ansonsten, ja, auch die Handy-Suchen-Funktion habe ich schon das ein oder andere Mal gebraucht. Man kann das Handy einfach dann klingeln lassen hier über die Uhr. Das funktioniert sehr, sehr gut in der Praxis. Und eben auch die Tatsache, dass ich Musik kontrollieren kann. Also auf dem iPhone läuft irgendwelche Musik über einen Bluetooth-Lautsprecher etc. Dann kann ich hier einfach schnell weiterdrücken, lauter, leiser machen mit der digitalen Krone und all solche Sachen. Auch da nutze ich sehr, sehr gerne für. Dann, und damit möchte ich diese Rubrik abschließen, die Integration in macOS, also jetzt im Speziellen im Zusammenspiel mit meinem iMac und mit meinem MacBook. Da muss ich klar sagen, auch das ist ein riesen, riesen Vorteil. Und zwar kann ich mein iMac und mein MacBook entsperren mit der Uhr. Ja? Das heißt, ich setze mich da dran und dann müsste ich normal mal ein Passwort eingeben. Er merkt aber, dass die Watch in der Nähe ist und dann kann ich im Grunde durch einen Druck auf die Watch mein MacBook oder mein iMac entsperren. Das funktioniert sehr, sehr gut. Das Feature nutze ich jeden Tag und das Gleiche gilt auch für die Passworteingabe. Also wenn ich Beispiel im Apple Store irgendwas kaufen möchte, dann muss ich normal mein Passwort zur Bestätigung eintragen. Wenn erkannt wird, dass ich die Watch am Arm habe, kann ich das einfach durch einen Doppeltipp hier auf die kleine Taste an der Seite dementsprechend bestätigen und ich muss mein Passwort nicht nochmal manuell eintragen. In der nächsten Rubrik, und dafür nehme ich die Watch mal ab, möchte ich gerne über die Hardware und das Design sprechen. Also Design ist natürlich so eine Sache, da muss sich jeder selbst
selbst fragen, mag man das oder mag man das nicht. Ich persönlich mag diesen, ich sag mal, kantigen Look, weil die Uhr ist ja nicht, wie man das so standardmäßig gewohnt ist, eben rund, sondern sie hat ja einen etwas kantigen Look, auch wenn die Seiten so ein bisschen eben abgerundet sind. Ich finde auch, dass das Display oder die Anzeigbarkeit auf dem Display aufgrund der Displayform einen deutlichen Vorteil hat einer runden Uhr gegenüber. Aber wie gesagt, da sind die Geschmäcker verschieden. Prinzipiell, das habe ich mir als ersten Punkt aufgeschrieben, die Verarbeitung ist, und das würde ich zu dem Preis auch nicht anders haben wollen, auf einem sehr, sehr hohen Niveau. Das war am Anfang immer so ein bisschen mein Bedenken, wenn man eine Watch lange anhat, wie verhält sich das irgendwie mit dem System hier, um die Bänder zu entnehmen. Ne? Man drückt ja hier feste drauf und dann kann man das Band einfach rausziehen, hätte ich auch mal putzen können, und entsprechend wieder reinstecken. Da dachte ich mir noch so, wenn das ein bisschen öfter getragen wird, da auch mal ein Zug drauf ist, etc., leiert das irgendwie aus oder gibt das Probleme? Nein, so überhaupt gar nicht, da muss man sich gar keine Gedanken machen. Die ganze Uhr ist, also man hat hier keine Spaltmaße oder Dinge in der Richtung, da wackelt nichts, die Knöpfe sitzen schön feste drin, also man hat rundum wirklich ein sehr hochwertiges Gefühl, letztlich aufgrund der Hochpreisigkeit, wie gesagt, aber auch mal eine klare Erwartungshaltung. Das, was mir ganz, ganz wichtig ist, weil ich bin normalerweise kein Uhrenträger. Ich habe vorher wirklich keine Uhren am Arm gehabt und ich mag dieses Gefühl auch gar nicht so unbedingt. Wir kommen gleich nochmal zu der Frage, wie das mit Schlaftracking ist und nachts tragen. Ich muss ganz klar sagen, dass diese Uhr hier sich in einem Bereich befindet, dass man natürlich merkt, dass man eine Uhr anhat, aber das ist so dezent, so leicht am Arm und auch diese Silikonbänder hier im Speziellen, die sind so angenehm. Man schwitzt auch nicht maximal dolle darunter. Die fühlen sich einfach außen wie innen auf der Haut gut an. Damit kann ich mehr als gut leben. Dann Zustand nach einem Jahr. Ich gehe hier mal ein bisschen in die Detailaufnahme mit rein und hoffe, ihr könnt das ansatzweise gut erkennen. Wir sprechen erstmal über das Glas. Beim Glas ist es ja so, es kommen hier verschiedene Glastypen zum Einsatz. Wenn ich einmal in die teure Edelstahl- und Titan-Variante investiere, habe ich ein etwas höherwertiges Glas. Da sprechen wir gleich nochmal drüber. Das ist ein Saphir-Glas-Anteil mit drin. Und bei der preiswerteren Hochkomma-Alu-Variante habe ich, glaube ich, an Ion-X-Glas oder sowas in der Richtung. Das soll ein bisschen weicher sein. Jetzt gucken wir mal, wenn das Display ausgeht, so gemeinsam um die Uhr rum, fangen erstmal mit dem Gehäuse an. Das Gehäuse hat nach dem sehr, sehr guten Jahr ein kleines bisschen gelitten. Nehme ich mal ein Mikrofasertuch. Damit mache ich die Uhr übrigens immer sehr gerne sauber. Ich habe auch noch irgendwo das passende Reinigungsmittel dazu. Ich verlinke euch das mal. Das ist sehr, sehr gut in dieser Kombination. Hier oben sieht man es zum Beispiel. Ich hoffe, das kommt über die Kamera ansatzweise rüber. Da bin ich wahrscheinlich mal irgendwo an der Wand, an einem Türrahmen oder wo auch immer hängen geblieben. Hier an dem Rahmen geht das Space Gray hier oben in dem Bereich, gerade an dieser Biegung, so ein kleines bisschen ab und man sieht ein etwas helleres Aluminium unten drunter durchscheinen. Wenn ich ansonsten mal hier unter dem Softbox liege, da sieht man ja wirklich alles. Seitlich entsprechend überall drüber schaue, sehe ich aber sonst keine wirklichen Macken. Das restliche Gehäuse sieht sehr, sehr gut aus. Die Rückseite auch, die liegt ja sowieso immer am weichen Arm an. Da muss man sich ja eher weniger Gedanken drum machen. Dann, was das Display angeht, ich gehe hier nochmal ein bisschen drüber, damit keine Fingertatschen und Co. drauf sind. Da hatte ich in den letzten Generationen immer mal wieder das Thema, dass ich irgendwo hängen geblieben bin und ich habe dann doch kleine Kratzer im Display mit drin gehabt. Ich habe jetzt hier auch vor dem Video mal wirklich versucht, intensiv drüber zu schauen mit Streiflicht und wirklich mal so, ne, wie man das eben so macht, mal draufleuchten, von der Seite so quer drüber gucken. Ich habe keine sichtbaren Kratzer im Display gefunden. Wenn überhaupt, sind das irgendwelche mikrofeinen, oberflächlichen Kratzer, die man aber gar nicht wirklich wahrnimmt. Das heißt, ich bin jetzt wirklich nach diesem sehr, sehr guten Jahr mit dem Display hier hochzufrieden, aber muss auch klar sagen, das gleiche Glas wurde ja bei den Varianten davor ebenfalls verwendet und da hat man natürlich, wenn man irgendwo mal blöd dran titscht, irgendwann einen kleinen Kratzer drin. Ich bin da tatsächlich bei meinem MacBook, bei meinem iPhone ganz enorm penibel und schütze das auch mit Panzerglas und Co. Fragt mich nicht warum, aber bei der Uhr sehe ich das ein bisschen anders. Das ist ein Gebrauchsgegenstand. Und von daher, da fasst man mal irgendwo hin, wo man dann mit der Uhr zwangsläufig hängen bleibt. Also das bleibt nicht aus und das finde ich prinzipiell auch in Ordnung, wenn man sieht, dass dieser Gegenstand hier getragen wurde.
Ja, wie gesagt, warum das für mich anders ist bei einer Uhr als beim Smartphone, weiß ich selbst nicht, aber prinzipiell kann ich gut damit leben und speziell mit dem Zustand bin ich jetzt nach dem sehr, sehr guten Jahr mehr als zufrieden. Ja, ansonsten, es gibt mittlerweile leider keinen Force Touch mehr, das heißt, früher konnte man mit einem festen Druck dann das Untermenü dementsprechend öffnen. Das ist mittlerweile anders gelöst, man hält den Finger einfach einen Ticken länger hier drauf, wie ihr seht, dann geht dann das Menü dementsprechend auf und der Vibrationsmotor bestätigt das dann ganz kurz. Da braucht man vielleicht eine Millisekunde mehr Zeit, um dann da reinzukommen als vorher, weil vorher konnte ich einfach wirklich so einmal feste draufdrücken, der hat das dann erkannt. Das gibt es so nicht mehr, das wurde jetzt im Wechsel von der 5er auf die 6er damals offensichtlich entfernt. Dafür gibt es aber einen U1-Chip, den kennt man mittlerweile auch aus den iPhones, aus den AirTags und Co., damit man über die Wo-Ist-App dann auch orten kann, wo sich die Uhr gerade befindet, wenn man die mal verlegt hat, verloren hat, geklaut bekommen hat etc. Da habe ich auch tatsächlich häufiger schon mal nach meiner Uhr gesucht, das funktioniert sehr, sehr gut und sie ist, wie ich das gelesen habe, schwimmfest, also kann auch zum Schwimmen, zum Duschen getragen werden. Mache ich, um ehrlich zu sein, nicht. Ich habe es einmal, da waren wir auf einem Wanderurlaub, da habe ich es vergessen, dass die am Arm war. Da habe ich sie mehrfach dann auch beim Duschen angehabt. Es ist überhaupt nichts passiert. Die Uhr kann das ja auch ab. Aber wie gesagt, im normalen Alltag mache ich das ja nicht. Ich ziehe die Uhr aus, bevor ich dann duschen gehe und danach wieder an. In der nächsten Rubrik möchte ich gerne über die Sensoren, die verbaut sind, sprechen. Beziehungsweise, ich sage jetzt mal, die Funktionalitäten, die ich auf der Basis mit der Uhr habe und auch mit der Fragestellung anfangen, warum ich hier in die Variante mit Cellular investiert habe. Also ihr seht hier diesen roten Ring, den gibt es nur bei den Uhren mit Mobilfunkchip, die ohne haben hier keinen roten Ring. Und da muss ich klar sagen, ich habe die letzten Jahre, die letzten Generationen immer diese Cellular-Variante gekauft und habe, und das ist auch immer noch nicht der Fall, überhaupt gar keinen Vertrag dafür. Also ich könnte wahrscheinlich irgendwie für 5 Euro bietet bei mir der Mobilfunkprovider so ein Vertrags-Add-on an, um dann die Uhr damit auszustatten. Aber ich sehe da den Mehrwert für mich aktuell gar nicht so wirklich. Ich habe in den letzten Jahren immer gedacht, komm, du investierst in die Zukunft, irgendwann kommt vielleicht irgendein spezielles Feature, wo ich dann froh wäre, dann doch die Mobilfunkkarte freizuschalten. Dieser Tag kam jetzt in den letzten Jahren bisher überhaupt gar nicht, von daher werde ich wahrscheinlich dann bei der Serie 8 im nächsten Jahr auf eine Variante ohne Mobilfunk zurückgreifen, es sei denn, da ist wieder irgendwas mit drin, was den Mobilfunkeinsatz deutlich interessanter macht. Von daher kann ich euch da gar keine Erfahrungswerte mitgeben. GPS haben wir eben schon mal drüber gesprochen, wenn ich hier eine Aktivität starte, wie zum Beispiel Radfahren oder Wandern, ich habe mich auf einen größeren Wandertrip intensiv vorbereitet, da war die Uhr immer dabei, da muss man ganz klar sagen, das ist hochpräzise, auch so Standardszenarien, man läuft irgendwie den gleichen Weg hin, den gleichen Weg zurück und guckt dann einfach, gibt es da Abweichungen? Nee, überhaupt gar nicht, also dieser Track für das Hin- und Zurücklaufen liegt wirklich nahezu identisch aufeinander und ist auch wirklich dann auf dem Weg, wo ich gelaufen bin, das klappt sehr, 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 sehr gut, speziell damit haben ja preiswertere Smartwatches häufig so ihre Probleme und auch mit der Frage, wie lange nach dem Starten des Aktivitätstrackings dauert es denn, bis GPS aktiv ist und überhaupt weiß, wo ich bin. Das geht hier sofort los, da muss man sich überhaupt gar keine Gedanken machen. Das passt wirklich perfekt. Ansonsten ist ein barometrischer Höhenmesser integriert worden. Je nach Sportart kann das Sinn machen. Der scheint wohl auch recht genau zu sein. Da habe ich mich jetzt eher weniger mit beschäftigt mit dem Thema. Ein magnetischer Kompass ist hier mit drin. Das heißt, wenn ich mit der Uhr navigiere, dann habe ich die Möglichkeit zu sagen, wenn mir, also ich sehe dann, wo die Karte ist und je nachdem, wie ich mich bewege, wie ich mich drehe, ist dann so ein kleines Dreieck, also so ein kleines Symbol, das sich mitdreht, also ich weiß, in welche Richtung ich schaue. Das gibt es beim iPhone bei der Navigation ja auch. Das ist ein enormer Mehrwert. Das ist hier entsprechend mit möglich. Dann gibt es, und das ist wahrscheinlich für jemanden, der nach einer Smartwatch schaut, mit einer der wichtigsten Bereiche, was kann ich denn damit alles aufzeichnen? Was kann die Uhr denn über mich, über meinen Körper zum Beispiel in Erfahrung bringen? Und da ist die erste Möglichkeit schon mal natürlich den Puls zu tracken. Das nutze ich bei meinen ganzen Sportaktivitäten auf dem Peloton-Bike, ich habe es am Anfang ja schon mal gesagt, wirklich intensiv und schaue dann auch, wenn mein Puls so ein bisschen sich in einen Bereich rein entwickelt, der vielleicht nicht mehr ganz so gesund ist, dass ich dann auch so ein kleines bisschen einfach Pace zurücknehme, um wieder vom Puls in einen besseren Bereich reinzukommen. Also das hilft mir bei meiner Ausrichtung doch durchaus. Und zum Zweiten kann diese Uhr aber auch EKG aufnehmen. Also man muss dann hier manuell die Krone festhalten, um EKG aufzunehmen.
Das mache ich in der Praxis tatsächlich dann eher weniger. In dieser Kombination durch diese Sensorik kann die aber auch Herzrhythmusstörungen erkennen. Das kann durchaus, ja, je nachdem, wie man körperlich so unterwegs ist, durchaus ein Vorteil sein. Dann, und das ist der nächste Punkt, das ist ein neuer Sensor, der hier mit reingekommen ist, erstmalig in die Serie 6, kann ich die Sauerstoffsättigung messen. Das heißt, ich muss, wenn ich es manuell mache, die Uhr wirklich total ruhig halten. Da gibt es dann in dem Menü extra ein Icon. Da muss man wissen, wie es aussieht. Sonst findet man es nie. Das ist dieses hier. Da drückt man drauf, ja, sagt dann Start und hält hier den Arm wirklich mal ganz, ganz, ganz ruhig. Sonst bricht das dementsprechend ab. Und dann weiß ich hinterher, wie viel Prozent Sauerstoffsättigung ich habe. Ich glaube, da haben die wenigsten im Vorfeld mit irgendeinem Wert was anfangen können. Sportler vielleicht schon, die dann auch nach dem Training gucken, wie ist der Sauerstoffgehalt. Jetzt mit Corona hat man da eventuell nochmal andere Anwendungsfälle. Ja, der misst das ab und zu so, während man unterwegs ist und eben auch die manuelle Möglichkeit. Das ist für mich jetzt offen gesprochen keinerlei Merkmal, wo ich sage, das ist kriegsentscheidend für das, was ich damit mache, aber sicherlich nett, wenn man sowas mit dabei hat. Fall Detection gibt es, das heißt, gesetzt im Fall, man fällt mal hin, zu Fuß, mit dem Fahrrad und Co., dann merkt ihr offensichtlich an der Form der Bewegung, dass das jetzt nicht geplant war, sondern ein Unfall und kann dann auch andere Notfallkontakte dementsprechend benachrichtigen. Ja, das kann ein Riesenvorteil sein. Was ich ganz spannend finde, ist der integrierte Dezibelmesser. Den findet man, indem man hier auf dieses Ohrsymbol irgendwo draufklickt. Ne? Das ist dieses hier. Dann fängt der an und misst die Geräusche bzw. die Lautstärke der Geräusche, die hier in der Umgebung unterwegs sind. Es ist so, dass ich das häufig schon manuell getan habe, wenn ich einfach wissen wollte, wie laut ist Drohne X gegen Drohne Y zum Beispiel. Aber auch in anderen Umgebungen ist das ganz interessant, das mal so zu ermitteln, wenn man den Eindruck hat, boah, hier ist es schon sehr, sehr laut. Ansonsten warnt der einen dann aber auch und sagt, oh, du warst jetzt Zeit X Lautstärke Y ausgesetzt, da solltest du mal über den Gehörschutz nachdenken. Also das ist durchaus, wie ich finde, ein Mehrwert. Das, was hier ebenfalls möglich ist, was ich aber persönlich nicht nutze, ist das Schlaftracking. Da gibt es ein Bett-Symbol, das ist dieses blaue hier. Wenn man da dann reingeht, kann man eben einstellen, wann man einschlafen möchte, wie lange man schlafen möchte, etc. Und wenn die Uhr dann zur Schlafenszeit geht, die hin und schaltet dann auch das Display aus, damit ich nachts damit nicht gestört werde und dann wird der Schlaf aufgezeichnet. Ich muss ganz klar sagen, dass ich erst einmal gar kein Feind von einer Schlafaufzeichnung bin, nur ist es so, dass was hierbei rauskommt, ich zeige euch mal, ich blende euch das mal ein, was man da als Ergebnis bekommt auf dem iPhone in der Fitness-App und in der Health-App, wo man das angezeigt bekommt. Da muss ich ganz klar sagen, hat Apple meiner Meinung nach keinen ausreichend guten Job gemacht. Da gibt es andere Hersteller, zum Beispiel Amazfit, die haben deutlich preiswertere Uhren und da gefällt mir das, was ich als Ergebnis bekomme. Also mit den Daten kann ich persönlich viel, viel mehr anfangen, als das, was hier Apple macht. Es ist sicherlich nur eine Software-Geschichte. Wenn die das irgendwann ernster nehmen, kann man damit wahrscheinlich sehr, sehr tolle Sachen machen. Aktuell ist es für mich aber kein riesen Mehrwert und ganz ehrlich, ich bin dann am Abend irgendwann auch froh, wenn die Uhr dann am Ladegerät hängt, über den Akku reden wir gleich nochmal, ich die nicht die ganze Nacht auch noch am Abend tragen muss. Ja, die ist bequem, das habe ich am Anfang ja auch schon gesagt, aber irgendwann bin ich dann doch mal froh, wenn ich sie auch dann mal nicht mehr am Arm habe. Das heißt, dieses Feature nutze ich in der Form nicht. In der nächsten Rubrik möchte ich gerne über das Display sprechen und wir haben es ja eben hier schon mehrfach gesehen, als ich hier so ein bisschen durchgeswiped bin durch die verschiedenen Apps, die hier möglich sind. Eine OLED-Technologie. Also OLED ist ein selbstleuchtendes Pixel, das A, wenn schwarz angezeigt wird, aus ist, also in dem Bereich dann auch immens viel Strom spart. Daher habe ich mich hier, wie ihr seht, auch für ein relativ minimalistisches Watchface entschieden, wo ganz, ganz viele Schwarzbereiche mit drin sind und mir nur die Dinge angezeigt werden, die für mich wichtig sind. Und zum anderen ist es so, dass ich dadurch natürlich entsprechende Kontraste habe, durch dieses tiefe Schwarz dann im Kombi mit dem entsprechenden Weiß, wie man jetzt hier sieht. Da könnte man auch andere Farben wählen, aber das Display an sich empfinde ich als sehr, sehr gut und auch in der Sonne sehr gut ablesbar. Das kann bis zu 1000 Nits hell werden, wenn das denn gebraucht wird aufgrund der Umgebungslichttemperatur. Und es ist so, dass hier eine sogenannte LTPO-Technologie zum Einsatz kommt. Das heißt, die Bildwiederholrate kann zwischen 1 und 60 Hertz variieren. Wenn ich jetzt also etwas auf dem Display anschaue, was wirklich, wo sich was schnell fortbewegt, dann kann die Uhr auf dieses 60 Hertz hochschalten. Ich habe schön, also relativ flüssige, also das iPhone hat mittlerweile ja 120 Hertz, aber ganz ehrlich, auf so einem kleinen Panel auf der Uhr brauche ich das wirklich nicht. Da ist 60 Hertz wirklich sehr, sehr gut. Kann dann die vollen 60 Hertz einfach ausnutzen, um Dinge flüssig wiederzugeben. Und wenn ich jetzt aber wirklich die Situation habe, dass hier eigentlich nur einmal die Minute eine Zahl weiterspringt, dann brauche ich das nicht in 60 Hertz zu tun. Dann kann das Display sich wirklich auch
deutlich geringer häufig aktualisieren und demnach auch sehr viel weniger Strom verbrauchen. Und diese LTPO-Technologie ist grundsätzlich aus meiner Sicht schon mal ein Riesenvorteil. Über das verbaute Glas haben wir eben gesprochen. Die habe ich mir jetzt auch aufgeschrieben. Es nennt sich Ion-X-Glas bei der Aluminium-Variante. Ansonsten wird hier bei Edelstahl und Titan von einem Saphir-Glas gesprochen. Wobei ich aber glaube, da ist nur ein Teil Saphir-Glas drin. Ich glaube, das ist gar nicht voll Saphir. Aber sei mal dahingestellt, ich kaufe sowieso eher die preiswerteren dieser Uhren, weil die ja vom Funktionsumfang von all dem, was man bekommt, auch identisch sind. Das Saphirglas bei der teureren Variante soll dann nochmal deutlich beständiger sein. Hier bei der, ja, ich habe es eben gesagt, also hier ist eigentlich nichts Relevantes an Kratzern reingekommen, aber bei den Generationen davor ist das dann auch schon mal passiert, dass ich irgendwie an der Rauputzwand hängen geblieben bin und hatte dann mal schön so einen Schramm da drin. Natürlich gibt es da auch Flüssigglas, das man da drauf machen kann, um das zu schützen. Das ist wie so, ne, das trägt man wie mit so einem Wattepad auf. Es gibt auch Cases, die man drüber machen kann, wenn man wirklich mal irgendwie Outdoor was Robusteres mit der Uhr macht und all sowas. Mache ich alles nicht, ich nehme die so, wie sie ist, und auch bei der preiswerteren geht das Ion-X-Glas vollkommen in Ordnung. Aufgrund dieser OLED-Technologie, da haben wir eben drüber gesprochen, ist das Display auch wirklich sehr klar ablesbar. Auch die Blickwinkel sind super, selbst wenn ich jetzt aus so einem ganz massiven Blickwinkel mal seitlich so drauf schaue, ich kann noch wunderbar erkennen, was auf der Uhr drauf ist. Das ist wirklich sehr, sehr gut. Das Gleiche gilt auch für das Always-On-Display. Zu Beginn, als Apple die Technologie integriert hat, dachte ich mir, ja, das brauchst du in der Praxis eigentlich gar nicht so wirklich. Ich kann ja einfach den hier machen, um dann, damit die Uhr angeht und ich sehe, wie viel Uhr wir haben. Mittlerweile muss ich aber ganz klar sagen, das ist schon sehr komfortabel, dauerhaft zu sehen, wie viel Uhr man gerade hat, beziehungsweise auch das Datum und all diese Sachen, ohne dass ich die Uhr entsperren muss. Ich kann damit sehr unauffällig in einem Meeting einfach mal so draufschielen, ohne jetzt vorher das hier machen zu müssen, damit jeder sieht, dass ich gerade auf meine Uhr schauen möchte und all diese Sachen. Also das ist wirklich ein Merkmal, dass ich meine Smartwatch so auch nicht mehr missen wollen würde. Und da ist es so, das ist jetzt bei der Serie 6 etwas heller geworden als bei der Serie 5, also dieser Always-On-Modus, wobei das aber, glaube ich, nur ausgeschöpft wird, wenn es wirklich draußen noch ganz hell ist und das gebraucht wird. Ich glaube, das habe ich gelesen, wenn ich jetzt eine Serie 5 und eine Serie 6 im Dunkeln nebeneinander lege, dann ist dieses Always-On-Display auch gleich hell. Also das nutzt Apple wirklich nur dann aus, wenn es notwendig ist. Also hier muss man ganz klar sagen, was das Display prinzipiell angeht, gibt es von meiner Seite aus erst einmal überhaupt gar keinen Kritikpunkt. In der nächsten Rubrik möchte ich gerne über den integrierten Lautsprecher und das Mikrofon sprechen. Und das ist aus meiner Sicht ein ganz entscheidender Mehrwert. Ich kann diese Uhr damit nämlich zum Beispiel als Freisprechanlage missbrauchen. Also wenn ich dann doch mal in einem Auto unterwegs bin, das keine Freisprechanlage hat oder meine Bluetooth-Verbindung gerade fehlschlägt und ich keine Option habe, die Freisprechanlage im Auto zu verwenden, dann habe ich an meiner Uhr eine sehr, sehr gute Möglichkeit, bei der Fahrt einfach frei zu sprechen. Ich höre mehr als laut genug, was mir entgegnet wird. Also der Lautsprecher ist wirklich dafür ausreichend laut. Wenn ich jetzt in der Menschenmenge draußen stehen würde, wo viele Leute sprechen, dann würde ich wahrscheinlich das nicht mehr so gut verstehen können. Dann müsste ich das eher so in die Nähe des Ohrs halten. Aber gerade so indoor oder auch bei Fahrgeräuschen im Auto, da geht das vollkommen in Ordnung. Ich kann die wirklich wunderbar als Freisprechanlage nutzen. Und es ist auch so, und das wurde mir mehrfach bestätigt, dass mein Gegenüber, wenn ich spreche in dieses Mikrofon rein, aber auch nicht wirklich so, sondern ganz normal in der normalen Distanz, dass das wunderbar klar und angenehm auf der anderen Seite rüberkommt. Also man merkt im Zweifel nicht mal, dass ihr gerade über eine Smartwatch telefoniert. Und das ist wirklich was, was ich in der Praxis auch durchaus häufiger mal verwende. Wenn das Handy doch ein bisschen weiter weg liegt, ich bekomme gerade einen Anruf, dann nehme ich das kurz an der Apple Watch an. Das funktioniert ganz wunderbar. Die nächste Rubrik bezieht sich auf die Performance. Hier kommt ja der S6-Chip zum Einsatz und der hat 20% mehr Leistung als das, was die Serie 5 damals hatte. Ich muss ganz klar sagen, dass mir das bei dem, was ich mit der Smartwatch mache, relativ egal ist. Ich merke das in der Praxis gar nicht. Selbst wahrscheinlich eine Serie 4 ist für das, was ich mache, dann würde ich keinen Unterschied spüren zu dem, was jetzt hier die Serie 6 in dem Fall tut. Ich habe es ja eben schon gesagt, ich nutze die Watch hauptsächlich, um alle Benachrichtigungen zu bekommen. Um dementsprechend, ne, wenn irgendjemand anruft, SMS schreibt, WhatsApp schreibt, damit ich das sehe, darauf antworten kann und Dinge dieser Art. Und da, das fordert die CPU einfach nicht in einem so hohen Maße. Wenn ich natürlich jetzt aktiv in das Menü reingehe und aktiv irgendwelche Apps auswähle, um damit irgendetwas zu tun, dann merkt man im Zweifel natürlich schon, wenn eine CPU deutlich schneller ist, dass das alles auch einen Ticken flüssiger läuft. Das Einzige, was ich wirklich damit mache, ist ab und zu dann mal diese manuellen Tests wie EKG und Co. und Blutsauerstoffmessung auszuführen. Die läuft butterweich, was das angeht. Oder hier in meine Trainings-App rein, um dann wirklich manuell zu sagen, ich fahre jetzt Fahrrad, starte mal das Tracking dafür und Dinge dieser Art. Ihr seht es ja selbst, das läuft butterweich und
flüssig, da hat man überhaupt gar keine Probleme. Von daher muss ich sagen, für das, was ich mit der Uhr mache, ist diese CPU mehr als ausreichend schnell. Da wünsche ich mir nicht mehr. Und auch wenn jetzt die Serie 7 da nochmal eine Schippe oben drauf gelegt hat, ja, das ist schön, aber für das, was ich damit mache, einfach kommt das bei mir in der Praxis auf der Basis einfach gar nicht an. Und von daher kann ich da wirklich mehr auch gar nicht zu sagen. Dann sprechen wir mal über den Akku und da kann ich mehr zu sagen. Und zwar ist es so, und das würde ich jetzt auch nach dem sehr, sehr guten Jahr mit der Watch ganz klar unterstreichen, das Teil muss jeden Tag ans Ladegerät. Ich habe so ein paar Tests gemacht, jetzt gerade in den letzten Tagen nochmal als Vorbereitung für das Video und das immer ein bisschen mitgeschrieben. Ich habe an Tagen, wo ich dann wirklich keinen Sport mache, wo ich die Uhr nur ganz normal von morgens in der Regel so ab 7 am Arm habe, dann bis abends, ich gehe meistens so gegen 10, halb 11 ins Bett, dann hat die in aller Regel noch so um die 40-50% Akku. Wenn ich jetzt aber sage, ich möchte diese Uhr auch noch in der Nacht tragen, um eben meinen Schlaf aufzeichnen zu können, das habe ich jetzt Beispiel gerade gestern Nacht mal gemacht, habe ich sage und schreibe am nächsten Morgen noch 20% Restkapazität. Das heißt, selbst ohne Schlaftracking nach einem normalen Tag ohne Sport komme ich durch den kompletten nächsten Tag schon nicht mehr durch. Und wenn ich jetzt das Schlaftracking aktiviere, dann komme ich mit 20% gar nicht mehr weit. Dann muss das Teil relativ schnell wieder ans Ladegerät. Ja, man kann die dann natürlich, wenn ich mir die Zähne putze und mich morgens im Bad fertig mache, dann mal kurz irgendwie 20 Minuten draufpacken, hat dann wieder ein bisschen Restladung. Wahrscheinlich kommt man damit dann auch irgendwie so über die Woche, wenn ich die immer mal zwischendrin wieder kurz zwischenlade. Ich muss für meinen Teil sagen, ich habe das am Anfang ja auch schon erwähnt, das Schlaftracking ist speziell bei der Watch hier. Ja, da gibt es dann auch Drittanbieter-Apps, die mir da mehr Funktionen generieren, aber so wichtig ist mir das Feature einfach nicht. Ich lege die jede Nacht einfach aufs Ladegerät mit drauf, neben dem Bett. Wenn ich morgens wach werde, ist die Watch 100%ig voll und dann komme ich damit problemfrei über einen Tag. Ich war ja zum Beispiel in einer Wandertour auf die Zugspitze unterwegs und habe ja da mehrere Stunden dann auch mitgetrackt und auch GPS-Tracking laufen lassen. Das hat die Uhr natürlich in einem hohen Maße gefordert und auch das hat den Akku, so als wir abends dann irgendwann ins Bett gegangen sind, nicht komplett auf null runtergehen lassen. Also ich bin damit auch da komfortabel durch einen Tag gekommen und das ist für mich in Ordnung. Natürlich wäre es sehr viel schöner, wenn das einfach eine Woche ohne Laden möglich wäre. Da gibt es ja andere Uhren, die teilweise sowas bieten, die aber auch dann oft einen geringeren Funktionsumfang haben. Aber hier muss man aus meiner Sicht ganz einfach damit leben, dass man doch einmal am Tag dementsprechend auflädt. Es ist hier oder wurde damals beworben, dass die Uhr 40% schneller lädt als die Serie 5 davor. Jetzt ist die Serie 7, die ich mir nicht gekauft habe, die kann dann nochmal deutlich schneller laden. Ja, für jemanden, der wirklich sagt, ich will die eigentlich 24x7 tragen und nur in Duschpausen oder Zähneputzpausen mal kurz irgendwo drauflegen, um dann die Restkapazität wieder nachzuladen. Da ist das wahrscheinlich ein Kaufargument bzw. ein ausschlaggebendes Kriterium. Für mich, wo ich sie sowieso jeden Abend einfach aufs Ladegerät draufpacke, ist das eigentlich vollkommen irrelevant und für mich dann letztlich auch ein Punkt gewesen zu sagen, die Serie 7 muss es in diesem Jahr nicht sein. Ja, und dann würde ich vorschlagen, allerletzter Punkt, bevor wir zu meinem abschließenden Fazit kommen, sprechen wir nochmal ganz kurz über die Frage, warum ich mir im Detail eben keine Serie 7 gekauft habe. Ich habe, um ehrlich zu sein, mir wirklich, wirklich, wirklich gewünscht, diese Uhr haben zu wollen. Dass A, ein neues Design irgendwie bei rumkommt, dass es vielleicht andere Sensoren gibt, die die Körpertemperatur messen, die vielleicht sogar einen Blutdruck messen können oder Dinge dieser Art. Das alles ist nicht passiert. Ich würde jetzt persönlich mal sagen, die Serie 7 ist für mich eigentlich eher eine Apple Watch 6S, ja, wenn man es mal so betrachten will. Ja, das Display ist ein Ticken größer geworden, da kommen dann irgendwie 20%, ich glaube, mehr Fläche bei rum. Das ist natürlich schön. Es ist auch so, dass die mittlerweile offiziell staubdicht ist, die Serie 7. Der S7-Chip, also die CPU da drin, die hat ein bisschen mehr Leistung bekommen. Der Akku soll deutlich schneller aufladen in Kombination mit einem anderen Ladegerät, was dann eben auch für die Uhr erhältlich ist. Die Gehäusegröße ist eben einen Millimeter größer geworden, sodass dann in Summe auch die Displayränder kleiner sind und ich eben auf die 20% mehr Sichtfläche auf meinem Display komme. Also faktisch kann ich sagen, all das, was da verändert wurde, finde ich in Summe wirklich gut. Und wenn ich jetzt an dem Punkt stehen würde und hätte noch gar keine Apple Watch und würde jetzt Ausschau halten, dann glaube ich, würde ich gar nicht drüber nachdenken müssen, kaufe ich die Serie 6 oder die Serie 7, dann würde ich sicherlich die Serie 7 kaufen, um diese Mehrwerte einfach mitzunehmen. Jetzt, wo ich aber diese Watch hier schon habe und die so überhaupt gar keine Probleme macht und auch der Akku eben noch sehr, sehr gut über den Tag kommt und auch da für mich keine Einschränkungen da sind, sind einfach die Mehrwerte der Serie 7 für das, was ich damit mache, so gering,
dass es mir in diesem Jahr den Aufpreis oder den Aufwand auch, die dann zu verkaufen und dann wieder das Geld in die Hand nehmen zu müssen für die Serie 7, leider nicht wert gewesen. Und damit kommen wir zu meinem abschließenden Fazit. Das ist wahrscheinlich jetzt keine Überraschung mehr, wenn ihr euch die Punkte oder die Rubriken aufmerksam angehört habt. Eine Smartwatch bereichert mein Leben grundsätzlich sehr, beziehungsweise besser gesagt meinen Alltag. Ich möchte das wirklich nicht mehr missen und die Serie 6 erfüllt all das, was ich brauche, in einem ganz, ganz hohen Maße. Ja, natürlich wäre es schöner, wenn der Akku jetzt irgendwie noch mal ein paar Tage länger halten würde, sodass ich dann eben doch nicht das Teil wirklich jede Nacht aufs Ladegerät packen müsste. Das war gerade bei der langen Wandertour, die über 4 Tage ging, ein Thema. Da muss ich dann abends irgendwie im Rucksack das Ladegerät in der Powerbank rausholen, weil in den Hütten gab es dann da, also mit Hüttenübernachtung war das, gab es dann oft eben nicht ausreichend Steckdosen und Strom und musste die dann eben neben meiner GoPro und neben meinem Handy irgendwie noch ins Ladegerät hängen. Da wäre das schon schön gewesen, wenn ich jetzt irgendwie über die ganze Woche kommen würde. Aber sind wir mal ganz ehrlich, auch die Serie 7 ist da meilenweit von weg. Ich glaube, die Akkulaufzeit ist da sogar plus minus irgendwie die gleiche, auch wenn die schneller auflädt. Von daher, das ist natürlich so ein kleiner Kritikpunkt. Aber grundsätzlich bietet die mir eben all das, was ich brauche. Display ist top, Bedienung ist sehr, sehr gut. Zusammenspiel eben auch dann mit meinen Sportaktivitäten, im Speziellen auch die Integration per Gymkit mit meinem Peloton-Bike. Das ist wirklich, das läuft so, so gut. Das ist so ein Mehrwert für mich. Das macht wirklich Spaß. So dass ich sagen würde, wenn mir das Teil kaputt gehen würde, würde ich nicht eine Sekunde lang zögern. Ich würde direkt eine neue Watch bestellen. Von daher ist das für mich auf jeden Fall eine super Ergänzung zu einem Smartphone. Das soll es dann aber auch gewesen sein. Ich hoffe, das war für euch ein bisschen spannend. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare mit rein, wie ihr das so seht. Habt ihr eine Apple Watch? Ja, ist das für euch eine Bereicherung im Alltag? Ja, nein. Habt ihr vielleicht eine andere Smartwatch? Ja, oder macht das dann so einen großen Unterschied zu einer original Apple Watch zum Beispiel? So Sachen würden mich sehr, sehr interessieren. Und ich habe das im iPhone Review schon mal gesagt. Ich kann mich einfach nicht kurz fassen. Das hat auch hier leider wieder nicht funktioniert. Kommt mal auf meinen Timer rüber geschielt. Von daher, wenn ihr bis hierhin dran geblieben seid, habt euch das alles angehört, dann schreibt mir auch das gerne mal in die Kommentare mit rein. Da freue ich mich immer wirklich, wirklich sehr drüber. Ja, ansonsten würde ich mich über einen Daumen nach oben für dieses Video und auch ein Abo auf meinem Kanal freuen. Bleibt gesund und wir sehen uns dann hoffentlich in einem meiner nächsten Videos wieder. Macht es gut!